Inside, das Magazin zur BEKO Basketball Bundesliga. Powered by basketballdirekt.de. Ihr braucht neue Bälle, Schuhe oder Teamwear? Klickt euch rein auf www.basketballdirekt.de. Mehr Basketball hat keiner. So, ach Gott, ist das spannend. Hightech. So, ihr Lieben, erst einmal herzlich willkommen hier am mittlerweile, wir gucken mal ganz kurz auf die Uhr, Sonntagabend kann man sagen, ne? Oder? Am Sonntagabend, herzlich willkommen hier. Das ist der Domfreihof. Oh, bin ich zu laut, wie immer, oder? Ja, sonst zerre ich. Das ist der Domfreihof am Sonntagabend. Es ist Tag 3 des Altstadtfestes. Und was hier jetzt passiert, weiß ich auch nicht so ganz genau. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich nicht alleine auf der Bühne bin. Man kann sagen, man hört mich jetzt, ach Gott, ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Das ist jetzt eine ganz spezielle Hightech-Schaltung. Bei mir ist Christian Schmidt von der TBB. Und ich freue mich sehr, ach guck mal hier, ja, das sind die Fans, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, Basketball, ein großes Thema hier in Trier und wir freuen uns sehr, also wir von RPR1 freuen uns sehr, wir sind jetzt wieder sozusagen gemeinsam im Boot, lieber Christian. Genau so ist es und deswegen haben wir auch heute den Auftakt unserer Reihe TBB at Home, denn was für dich vielleicht völlig verrückt ist, machen wir jedes Jahr. Wir stellen normalerweise jede Spielerverpflichtung des Profivereins TBB Trier von der Fancouch aus vor und weil ja jetzt die TBB at Home wieder zu Hause bei RPA1 ist, machen wir das Ganze öffentlich und das Ganze ist jetzt auch live im Internet zu sehen, von daher, wenn ihr euch mal alle umdreht und nach hinten in die Kamera winkt, dort hinten in die Kamera, dann könnt ihr quasi durch die ganze Welt gerade grüßen. Da gucken uns jetzt einige tausend Leute zu, denn wir werden jetzt hier gleich präsentieren, wer der erste Spieler der neuen Saison ist. Und dazu begrüße ich aber, denn wir wollen natürlich auch hören, warum hat RPA1 sich dafür entschlossen, dabei zu sein, rufe ich die Studiomanagerin Judith Holthausen zu mir und den Vorstand der TBB Trier, Sascha Beitzel, zunächst mal. Die Dame, der Herr, komme zu mir. Wir drapieren uns um diesen Fernseher. Leider haben wir keine große Weint, aber ich denke, man wird es trotzdem erkennen. So, wo ist die Judith? Da kommt sie. Die TBB ist wieder zu Hause bei RPR1. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Partnerschaft mit RPR1, mit Big FM. Und die Frage an dich, warum das Ganze? Warum habt ihr gesagt, ja, wir möchten wieder die Partnerschaft und den Trierer Bundesliga-Basketball mit voranbringen? Naja, wir mit RB1 sind die Nummer 1 in Rheinland-Pfalz und wir wollen natürlich auch den coolsten Basketballverein wieder zurückhaben als Partner. Mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen, oder? Das heißt, die Hallenshow wird wieder dahin wandern und wir haben mit Big FM natürlich noch einen zweiten Partner, der speziell die junge Zielgruppe anspricht. Wie wichtig ist denn die Verbreitung für die TBB? Ich meine, man sieht schon viele Fans, die gekommen sind hier, Sascha. Aber ich denke, einen wichtigen Medienpartner zu haben, ist gerade auch für den Verein in der weiteren Entwicklung wichtig, oder? Ja, klar. Also wir sind froh, dass Big FM und RPA das jetzt machen. Wir waren sehr angetan von der Verbreitung, die dadurch möglich ist. Und wir sehen das ja bei jedem Heimspiel oder wenn wir den Schnitt unserer Heimspielbesucher mal sehen. 4.000 haben wir im Schnitt da, ein bisschen mehr. 5.000, 9.000 bis 6.000 gehen in die Halle. Also wir haben noch Platz und wir hoffen dadurch, dass je mehr TBB in die Welt rausgetragen wird, dass wir da noch ein paar Zuschauer mehr bekommen. Ja, und jeder, der Lust von euch bekommt, die neue Saison wird beginnen am 3. Oktober mit einem Heimspiel. Seid alle herzlich eingeladen und dann ist auch ein Mann ganz wichtig, der das Ganze führt im sportlichen Bereich. Das ist der Trainer der TBB Trier. Ich bitte um euren Applaus für Henrik Rödel. Seines Zeichens A2-Nationalspieler gewesen, A1-Nationalspieler und A2-Nationaltrainer. So ist es richtig. Eine Basketball-Legende, hat alles gewonnen, College-Meisterschaft, mehrfacher deutscher Meister mit Alba Berlin und jetzt ganz frisch A2-Nationaltrainer. Kurz direkt vom Lehrgang wieder zurückgekommen, neue Aufgabe für dich, wie war's? War der Auftaktlehrgang, eine Woche Kienbaum, bin am Freitag jetzt erst wiedergekommen, war eine sehr schöne Woche, gut trainiert, sehr gute Atmosphäre dabei, drei von unseren Jungs, die auch gut ausgesehen haben, Toni Kanti, Andreas Wenzel und Mathis Mönninghoff und macht sehr viel Spaß. Das Wichtigste, was natürlich auch die eingefleischten Fans interessiert, wie weit ist denn die Kaderplanung für die neue Saison? Kriegen wir wieder eine schlagkräftige Truppe für die erste Basketball-Bundesliga zusammen? Ja, natürlich. Wie weit bist du? Ja, in Gedanken schon sehr weit, aber natürlich machen wir das wie immer Schritt für Schritt. Und den ersten Schritt, den können wir jetzt verkünden, dann können wir auch ein bisschen näher hier an den Bildschirm gehen, denn wir werden jetzt quasi live nach Kanada schalten und müssten, wenn die Technik funktioniert, mit dem Jubel der Trierer Fans einen der beliebtesten Spieler überhaupt sehen, der einen 2-Jahres-Vertrag bei der TBB Trier unterschrieben hat, Jermaine Buckner. Can you hear me, Jermaine?
Yeah, I can hear you. Yeah. Oh, Wunder der Technik, es funktioniert alles. Well, Jermaine, first of all, why this decision, staying 2 more years in Trier? Oh, why? you know, for my family and myself, it was a big decision, an important decision for us to be somewhere where, first and foremost, my family was comfortable and, you know, felt safe. We were happy. I mean, there's a lot of different reasons that add up. I could go through the list. You know, the program is exceptional. We really enjoy the club and the people who are involved, and it's a great organization, very professional. You know, the past 2 years have been great for my family and myself, and in terms of basketball and on and off the court, I should say. Having a coach like Henrik, who I can go to work with every day, I'm excited to go to work. I look forward to it every day when I get up. It's not a job where I get up and I'm disappointed that I have to go to work. I'm really excited to go to do my job every day. And I know that not every basketball player professionally can say that about their job. So for me, that made the decision a lot easier. And also knowing that my family loves it there. We have some really good friends. My wife has some really good friends in the city. And, you know, for us, it was an easy decision. Also, ich fasse es mal kurz zusammen. Er hat zwei Hauptschwerpunkte genannt. Das eine eben die familiäre Situation, die er vorfindet. Er hat einen kleinen Sohn, der auch hier in Trier zur Welt gekommen ist und deswegen auch Maximus als zweiten Namen hat, Miles Maximus. Und er fühlt sich sehr hier wohl mit seiner Frau, hat hier einen Lebensmittelpunkt gefunden. Und zum wichtigen Teil natürlich auch das Sportliche. Großes Lob für den Trainer, die tägliche Arbeit macht richtig Spaß. Und ich denke, er ist auch im Konstrukt der TBB Trier ein ganz wichtiger Spieler. Er ist auch die erste Verpflichtung, die jetzt bekannt gegeben wird, ein 2-Jahres-Vertrag. Das sagt auch einiges über die Rolle von Jermaine Buckner bei der TBB aus, oder? Er ist ein großer Eckpfeiler für unsere Mannschaft, auch schon in den letzten 2 Jahren gewesen. Ein Musterprofi, er ist zwar im gehobenen Basketballalter, aber nicht alt. Und ist jemand, der also besonders gut arbeitet auch und einen guten Draht zu den jüngeren Spielern hat. Und wie wir finden, eine sensationelle erste Hälfte der Saison, letzte Saison gespielt hat. Und seit er hier ist, unheimlich gut ins Gefüge, in den Club, in die Organisation, aber auch ins Umfeld, überall, glaube ich, sehr beliebt ist, und wir freuen uns, dass wir ihn jetzt noch 2 Jahre für uns behalten können. Wir freuen uns auch, und die Fans haben sich vor allen Dingen gefreut. Jermaine, I don't know if you just listened to that, but a lot of people are listening to you right now, so I think you had a special relationship with the fans there, so maybe you want to say some greetings to the fans here. Yeah, I didn't realize so many fans were there, but yeah, that was another thing I wanted to say about when you asked that question. I thought about that when you started interviewing Henrik again. But the relationship with the fans, it is very special, not just to me, but to my family. They've been so welcoming to us and to my little boy when he was born. And so many fans reached out to us and were so kind to us, and us having our little boy. Sorry, our little boy in a foreign country, away from family and away from our in-laws and mother and father, and our grandparents. So many fans really reached out to us to try to help us in any way they could. So to the fans, just hello. And actually, somebody else from Trier wants to say hello. So one second. So, und damit die Grußworte von ihm an euch alle. Jermaine Buckner bleibt 2 weitere Jahre. Und er freut sich auf jeden Fall, weiterhin hier zu sein und vor allen Dingen auch auf die gute Partnerschaft mit euch. Und jetzt wollen wir natürlich das Bühnenprogramm ein bisschen freigeben. Wer sich weiterhin für Jermaine interessiert, kann natürlich gerne die weitere Aufzeichnung dann im Internet sehen, auf dem YouTube-Kanal der TBB Trier. Oder wenn es nicht regnen sollte, dann zur Seite kommen. Sonst machen wir das Ganze über die Seite. Hier an der Seite geht es weiterhin mit einem Interview weiter, und wir können jetzt auch noch ein paar Highlights von ihm zeigen aus der vergangenen Spielzeit, die zeigen, auf was wir uns dann gemeinsam freuen. Vielen Dank, dass wir die Bühne haben dürfen. Wir freuen uns sehr, sehr auf die Partnerschaft mit RP1, und jetzt geht es weiter mit dem normalen Bühnenprogramm und Andy Klormann. Ja, dann sag nochmal herzlichen Dank. Tschüss. Oh,
So, Henrik, take a seat, da sind wir wieder zu sehen, das ist alles live hier vom Altstadtfest. So, damit mich jetzt hören muss, müsste das kurz in deine Öhrchen stecken und dann können wir noch ein bisschen über die Verpflichtung reden und auch mit Jermaine Buckner weitersprechen. Ja, Henrik, vielleicht kannst du kurz nochmal eine Einschätzung ein bisschen detaillierter geben. Die Kaderplanung ist natürlich in vollem Gange. Wie wichtig war jetzt dieser Baustein Jermaine Buckner im Hinblick auf das neue Team? Ja, wir sind ja immer eine Mannschaft, die gerne so einen guten Mix hat zwischen Erfahrung und jungen Spielern. Und dann wissen wir natürlich, dass die erfahrenen Spieler besonders gute Vorbilder sein sollen, und das ist natürlich jetzt hier mit einem Jermaine Buckner, ist ein absoluter Musterprofi, und nicht, dass er nur bei den Fans beliebt ist, sondern halt auch beim Coaching-Staff, also es ist so einfach ein Traum, mit ihm zusammenarbeiten zu können, und er ist auch jemand, der gerne die Verantwortung für Jüngere übernimmt und mit denen auch nochmal eine extra Einheit einlegt, also für uns klasse. Ja, und Jermaine hat jetzt mittlerweile dann auch seinen Jungen geholt, wie eben angekündigt, Miles Maximus. Well, Jermaine, your little boy, where is he right now? Now is he gone again? Yeah. There he's right here. There he is. Whoa! He's getting bigger and bigger. So yeah, he's getting big. He wants to say hi to all the fans, so. And I think he has a special relationship to Trier. He's born here, and his name Maximus is a Romanian one. Yeah, exactly. So that's another reason it was easy for us to come back. It's his home, and you know, the first place he's ever really known. So it was just really this would be the longest time he's actually spent in Canada, this couple months here. So his home is Trier, and we're happy to bring him back there. He misses it, and misses all the fans, all the people there. And he's got a Draco on, huh? Is that right? So what do you think about next season and your role? I think you've proven that you're one of the key player of this group, one of the leaders. So what do you think is going to be your role in the next season? Yeah, I mean, it's important. I think it's very similar to the past couple seasons, and in terms of my on-court, off-court role, and just being a leader for the team. You know, this organization, we tend to have a lot of younger players, right? And guys who need to gain experience. And with me being one of the older guys on the team, I think it's very important for me to bring leadership on a daily basis. So, I mean, that means on Saturday nights on the game court, but also on Monday through Friday on the practice course as well. So just being a leader for the guys, and I know that the role will change a little bit. There's going to be more pressure on me to score the ball or to create for other guys on the team, and that's what I love to do. And
be more intense on the defensive end. So, während es leider da ein bisschen anfängt zu regnen, hat er so ein bisschen dargestellt, wie seine Rolle sein wird. Und die wird noch größer sein im nächsten Jahr, da er uns gerade verraten. Er wird also noch mehr Scoring-Last dann auch übernehmen und will auch in jeder Trainingseinheit als Leader vorangehen und die Mannschaft führen und speziell dann auch auf dem Platz. Und das macht er ja sehr, sehr gut von seiner Spielweise als Power-Forward. Jemand, der mit seiner Schnelligkeit fast zum Teil auch einen Point Guard-Züge hat, wo er die anderen auch gut in Szene setzen kann. Gerade über das Pick and Roll zwischen den Big Men, was wir im letzten Jahr gesehen haben, was so auf seiner Position nur wenige Spieler in der Perfektion spielen können, oder? Ja, wir haben einige Situationen letztes Jahr für ihn geschaffen, die wir eigentlich erstmal ausprobiert haben, aber die er super gelöst hat und die wir natürlich auch nächstes Jahr wieder sehen werden. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Jermaine hat gesagt, die Scoring-Last wird höher, kriegt also noch mehr Verantwortung. Vielleicht hat er so ein bisschen dann auch schon was Interessantes ausgeplaudert. Vielleicht weiß er vom Kader mehr als ich. Also ich glaube, da ist jetzt erstmal froh, dass er dabei ist und dass er ein großer Eckpfeiler davon ist. Er ist jemand, der gerne die Verantwortung übernimmt und ja auch schon viele Spiele für uns mit entschieden hat. Und die Rolle wird sich da nicht verändern, ob das am Ende mit mehr Punkten oder weniger. Also das muss man erstmal abwarten. Trevon Hughes und Andy Seifert haben den Verein verlassen. Das steht mittlerweile fest. Trevon Hughes nach Bayreuth gewechselt, Andy Seifert zu den Adlern Dragons. Das sind die beiden Topscorer gewesen in der letzten Saison. Schon ein herber Verlust. Wie willst du das kompensieren? Ja, wir sind ja eigentlich in jedem Jahr in so einer Situation, wo die ganz großen Erfolge unserer Mannschaft dann doch irgendwie das Weite suchen können. Aber das ist ja auch gut für uns, weil letztendlich das auch für uns spricht, dass wir den Spielern hier eine Chance geben und dass sie sich gut entwickeln und gut spielen und dann von Vereinen, die finanzkräftiger sind als wir, dann angeworben werden und da auch eine gute Rolle bekommen. Also ich bin stolz darauf, wie sich Andy hier entwickelt hat. Das ist einfach ein Vorzeigeathlet und durfte ihn so lange begleiten. Und jetzt, dass er dann in so einer Mannschaft, die auch vielleicht um den Titel spielen kann, dabei sein kann, jetzt einen neuen Vertrag hat. Also das freut mich für ihn auf jeden Fall. Klar ist das ein Verlust, aber wie gesagt, wir haben jedes Jahr wieder eine Lücke zu schließen und das ist natürlich jetzt auch unsere Aufgabe im Sommer. Aber es müssen natürlich dann auch die jetzt schon da waren, wieder einen Schritt nach vorne machen. Das ist auch Teil von unserem Programm, dass die jetzt im ersten, zweiten oder dritten Jahr sind, dann mehr Verantwortung bekommen und die natürlich dann auch nutzen sollen. Wird dann auch noch ein deutscher Spieler zusätzlich kommen oder werden die da sind, noch ein bisschen mehr Verantwortung bekommen, wo Andi nicht mehr dabei ist? Ja, wir haben ja eigentlich schon vier. Das ist mit Andreas Wenzel, Stefan Schmidt und Mathis Mönninghoff und Toni Kanti, auf den wir alle sehr gespannt sind, nachdem er das ganze Jahr hat aussetzen müssen letztes Jahr. Und es sieht gut aus jetzt im Sommer und ich freue mich darauf, dass er jetzt wieder fit ist. Und also vier Deutsche wird es da nicht dazu geben. Okay, dann fragen wir nochmal Jermaine, wie denn sein weiterer Sommer aussehen wird. Jermaine, what are you doing right now and what are you doing to really get in the best shape when the season starts? And the season preparation starts, I think, in August. Yeah, I mean, it's really nice. This summer, we're watching a lot of World Cup. Miles is cheering for Germany. But, right. You see with this flag. But it's been a good summer for me, actually. I have a few guys here that are playing professionally in a couple of collegiate kids who are coming out of school, getting ready to go overseas and play professionally. So we have a good core group of about four or five guys that we're able to get in the gym every day and train together and work out together. So it's been nice. We've had good weather, so we've been able to do a lot of training indoors and outdoors. But pretty much very similar to, you know, what I've done in the past. And just, you got to maintain your body, and especially at the, you know, every year when you get older and older, you find that you have to, you do a better job of maintaining your fitness throughout the off season. So, you know, you just continue to train as hard as you can and stay as fit as you can possibly in the off season. So that's what I've been doing for the past month and a half now. Also, Entschuldigung erstmal für die leichten Aussetzer oder Verpixelungen. Das liegt an der Internetleitung in Kanada oder dem Weg dahin. Aber das Wichtigste ist ja, dass wir verstehen, was er gesagt hat. Und er sagt, gerade wenn man ein erfahrener oder älterer Spieler ist, dann muss man auch darauf achten. Ich glaube, das hört der Trainer auch ganz gerne, dass man den Körper fit hält und auch über die
vermeintliche Urlaubszeit weiter im Trainingsrhythmus bleibst, um dann top vorbereitet reinzugehen. Was wir eben noch gesehen haben, war ein bisschen verfixelt, war aber, glaube ich, die deutsche Flagge, die deutsche Fahne. Also Jermaine scheint die Weltmeisterschaft auch im Fußball zu verfolgen. Well, I just seen the German flag there. So do you watch the championship of World Championship of Soccer? And Germans are your favorite? Yeah. We've been watching it quite a bit actually when we have the opportunity. I think it's a little more difficult for you guys with the time change, but for us it's just a 3-hour time difference. So they usually play one game at 10 in the morning and then the other game about 2 in the afternoon or so. So we've had the opportunity to watch quite a bit and to watch the German club. They've been playing great, and it's exciting to see those guys playing so well and to come out this year in the World Cup and dominate the way that they have been. So we're looking forward to watch. I think the next game is tomorrow, if I remember correctly. So we've had a good time in cheering them on from over here. Also, auch ein kleiner Fußballfan, Jermaine Buckner, der der deutschen Mannschaft auch in Brasilien die Daumen drückt und dank des besseren Zeitunterschieds auch gar nicht so lange wach bleiben muss. Stichwort wach bleiben. Thanks a lot, Jermaine, for the interview. Good luck for the off-season. Have a good time and see you soon in Trier. And thanks a lot for standing up this early, but with a little child, I know that's an all-day thing, yeah? It's just 9 a.m. at your time. 9 a.m., this is like my midday nap. Today. So we get up pretty early with them sometimes in the middle of the night. So it's nice to be here with you guys and to hear your guys' voices again. And I wasn't able to see the fans, but to hear some of the cheers and whatnot, it was really nice for us to do that today. So we appreciate it. Thanks a lot and good luck. Also, er sagt nochmal, für ihn war es dann quasi die Zeit, weil mit einem kleinen Jungen muss er sehr, sehr oft sehr früh aufstehen. Normalerweise macht er um 9 so sein zweites Zwischenschläfchen. Dankeschön, dass er da dabei war. Ja, Henrik, bleibt natürlich die schwierige Frage oder die spannende Frage für die Leute. Wann geht's weiter? Wie weit bist du? Gibt es schon jemanden, der noch unterschrieben hat, den wir demnächst nochmal vorstellen können? Ja, also das ist ja, liegt ja immer so ein bisschen an euch, wann ihr Zeit habt. Also ich glaube, ich finde schon jemanden irgendwann demnächst. Aber wann, das werden wir dann verkünden gemeinsam. Also wir stehen Gewehr bei Fuß und ihr könnt euch dafür auch gerne anmelden. Denn das heute war ein Special vom Altstadtfest. Hinter uns sieht man die Leute, ein paar haben sich auch im Bild reingeschlichen und ein bisschen gefeiert. Ist auch so, soll das auch sein. Die TBB ist eine Mannschaft, die am Volk dran ist. Und mit RPA1 haben wir da einen tollen Medienpartner, der uns sicherlich da auch, was die Zuschauer betrifft, noch voranbringen wird. Heute eine Sonderausgabe, ab jetzt dann im normalen Umfeld. Und wenn ich richtig gerechnet habe, müssen wir ja mindestens noch 3 Spieler ersetzen. Von daher mindestens mal 3 oder 4 sogar, die wir gerne bei euch zu Hause vorstellen. Schickt uns einfach ein Bild eurer Couch. Klingt verrückt, ist aber so. Wir kommen mit dem gesamten Equipment, genauso wie heute aufs Altstadtfest, auch in euer Wohnzimmer, verwandeln das in ein TV-Studio. Und dann sitzt vielleicht, wenn er Zeit hat, denn so ganz stimmt das nicht. Es liegt auch ein bisschen an seinem Kalender als A2-Trainer, wann er wo unterwegs ist und auf Sichtungen auch ist. Dann sitzt vielleicht auch Henrik Rödel mit mir demnächst auf eurer Fan-Couch. Alle Infos gibt's wie immer auf basketball-stream.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Termine folgen. Die BeKo Basketball-Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?